Hallo auf dem Kanal Nati F12 in Natis Bücherwelt. Heute möchte ich über zwei Bücher sprechen, und zwar von der Autorin Alessia Gazzola. Es handelt sich um Chiclet-Romane, um eine Reihe, um eine Gerichtsmedizinerin. Und auch wenn ich euch den zweiten Band davon vorstelle, spoilere ich dabei nicht, weil es einfach zwei abgeschlossene Geschichten sind. Als erstes möchte ich natürlich mich beim Karls Books Verlag erschienen, dass sie mir diese beiden Bände zur Verfügung, zur Rezension zugeschickt haben. Die Anfrage vom Karls Books Verlag kam für das zweite Band, aber da ich eben den ersten nicht kannte, haben sie mir den dann auch noch dazu geschickt. Ich spreche von dem Roman, dem ersten Band, Mietskapell und Lippenstift von Alessia Gazzola. Er ist am 15. Mai 2012 in den Handel gekommen. Es handelt sich um eine Klappbroschüre und er hat 382 Seiten. In diesem Buch geht es, oder ich lese euch wie immer, wir machen es wieder so, den Klappentext vor. Alice Alevi, Assistenzärztin der Rechtsmedizin, hat es nicht leicht. Sie ist chaotisch, zart beseitet und ihre Missgeschicke bei Obduktionen sind legendär. Doch als sie mit dem Tod einer Studentin konfrontiert wird, die sie kurz vorher zufällig kennengelernt hatte, lässt sie sich von niemandem mehr einschüchtern. Sie ist überzeugt, dass es Mord war und beginnt auf eigene Faust zu recherchieren. Alessia Alevi arbeitet also als Assistenzärztin in der Rechtsmedizin. Und durch ihre manchmal doch sehr ungeschickte Art tritt sie eben bei den Vorgesetzten und ihren Kollegen oft ins Fettnäpfchen. Und schließlich setzen ihre Vorgesetzten ihr ein Ultimatum. Wenn sie sich nicht deutlich verbessern würde, mehr konzentrieren würde, müsste sie dieses eine Jahr wiederholen. Das ist natürlich undenkbar für Alice, denn es gibt nichts Peinlicheres, als wenn man in dieser Rechtsmedizin ein Jahr wiederholen müsste. In einer Boutique, wo Alice sich ein Kleid kaufen möchte, begegnet sie dann der jungen Julia, die ihr sofort sympathisch ist. Julia sieht sie eben in einem Kleid aus der Kabine kommen und sagt dann zu ihr, das sieht so toll aus und sie soll das Kleid auf jeden Fall kaufen. Und irgendwie sind die beiden sich eben gleich sympathisch. Alice bekommt dann noch ein Telefongespräch von Julia mit, in der es sehr hitzig zugeht und macht sich darüber aber dann keine weiteren Gedanken. Ein paar Tage später soll Alice mit ihrem Vorgesetzten Claudio, übrigens der schönste Mann der Rechtsmedizin, zu einem Tatort fahren. Eine junge Frau sei ermordet worden, oder eine Leiche wäre zumindest da. Und als Alice dorthin kommt, stellt sie mit Schrecken fest, dass es sich um Julia handelt. Die Rechtsmedizin und auch die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Julia Selbstmord begangen hat oder eben an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Doch Alice ist da gar nicht so überzeugt. Sie hat Julia als lebensfrohe, lustige Frau in dieser Boutique kennengelernt und kann sich eben gar nicht vorstellen, dass genau diese jetzt Selbstmord begangen haben soll. So lässt es Alice einfach keine Ruhe und obwohl sie sich eigentlich auf ihre Zukunft in der Rechtsmedizin konzentrieren soll, beginnt sie auf eigene Faust zu recherchieren. Denn sie ist davon überzeugt, dass Julia ermordet wurde. Ja, die ersten Seiten dieses Buches waren meiner Meinung nach eher langgezogen und plätscherten so vor sich hin. Ja, es hat mir so ein bisschen an dieser Anfangsspannung gefehlt. Kam mir immer wieder so der Gedanke, mein Gott, diese Alice ist Assistenzärztin und
wie sie so in dem Buch beschrieben wird, kommt sie mir sehr kindlich vor, sehr unreif, schusselig und ja, das hat mich ein bisschen gestört. Und dann aber wieder beginnt sie mit einer Energie an diesem Fall zu, in diesem Fall zu ermitteln. Das war so widerspenstig, so ein bisschen. Der Schreibstil von Alessia Gazzola ist sehr angenehm, ganz locker geschrieben, einfach ein Buch so für zwischendurch. Und es hat mich eigentlich ganz gut unterhalten. Es hat von mir 3 von 5 Sterne bekommen. Einfach, ja, weil, wie gesagt, es manchmal so sehr lang gezogen war. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Aber 3 von 5 Punkten ist natürlich kein schlechtes Buch. Ganz im Gegenteil. Ja, das war das erste Band von Alicia Alevi, der Rechtsmedizinerin. Und der zweite Band ist dann Herzversagen, ein neuer Fall für Alice Alevi. Er ist jetzt am 30. September 2013 erschienen, hat 426 Seiten. Und es handelt sich auch hier wieder um eine Klappbroschüre, auch wieder in diesem, jetzt ist es rosa außen, gelb innen. Bei dem anderen, beim ersten Band war es ja gelb außen und rosa innen. Fällt mir jetzt erst auf, dass die das so gemacht hat. So, auch hier lese ich euch wie immer den Klappentext vor. Alisa Levi, eingehende Rechtsmedizinerin und liebenswerte Chaotin, stolpert in einen neuen Fall. Ein greiser Schriftsteller soll von seinen Söhnen entmündigt werden. Kurze Zeit später ist er tot. Alice glaubt nicht an Zufälle und macht in der verschworenen Familiengeschichte des Schriftstellers eine haarsträubende Entdeckung. Turbulenzen gibt es auch in Alices Privatleben. Das verrate ich jetzt nicht, was da passiert, weil dann würde ich wirklich spoilern und das möchte ich natürlich nicht. Also, kaum hat Alice den ersten Fall von eben dem ersten Band überstanden, wird sie in ein Familiendrama verwickelt. Sie wird wieder von ihrem Vorgesetzten Claudio zu einem, oder sie begleitet ihren Vorgesetzten Claudio wieder zu einem neuen Fall. Und zwar ist da eine Familie. Die Söhne dieser Familie möchten eben ihren Vater als unzurechnungsfähig darstellen lassen und ja, möchten ihn also entmündigen. Und als Alice da hinkommt und stellt sich eben heraus, dass es sich bei diesem älteren Herrn um Azais, einen berühmten Schriftsteller, handelt, der ja, wie gesagt, entmündigt werden soll. Und als Alice sich mit Azais unterhält, und auch Claudio ist natürlich mit dabei, stellt sie sehr schnell fest, dass Azais voll im Besitz seiner geistigen Fähigkeiten ist. Er kann sich normal mit ihr unterhalten. Er scheint also in keinerlei Hinsicht da irgendwie Demenz oder sonst irgendwas zu sein. Alice sagt ihre Meinung dazu, dass sie also nicht glaubt, dass dieser Herr entmündigt werden müsste, dass eben alles ja, in Ordnung sei. Doch kurze Zeit später wird sie und Claudia wieder in dieses Haus gerufen und dieses Mal ist Azais tot. Jetzt ist natürlich rauszufinden, und Alice ist dann natürlich gleich wieder Feuer und Flamme, rauszufinden, war es Mord? Musste Atai sterben, damit seine Söhne an das Erbe kommen? Doch die Polizei ist der anderer Meinung, denn auf den ersten Blick finden sich überhaupt keinerlei Spuren eines Gewaltverbrechens. Doch wer jetzt Alice aus dem ersten Band kennt, der weiß, dass sie so schnell nicht aufgibt. Auch der zweite Band von der Rechtsmedizinerin Alice war recht angenehm zu lesen.
Eine richtige Spannung baut sich jedoch auch in diesem Teil wieder nicht richtig auf. Wer also irgendwie besondere rechtsmedizinische Untersuchungen erwartet oder irgendwelche Obduktionen, die genau beschrieben werden, der ist hier nicht richtig. Es ist ein Chick-Lit-Roman. Und ja, man wird eigentlich von einem Verdächtigen zum anderen gelotst durch die Schriftstellerin. Und das macht dieses Buch aber auch wieder interessant. Immer wenn ich dachte, der war es jetzt, dann wurde das wieder widerlegt. Und ja, aber wie gesagt, es handelt sich nicht um einen wahnsinnig super spannenden Krimi mit rechtsmedizinischem Hintergrund, sondern um eine lockere Lektüre. Man lernt Alice besser kennen und ja, ein würdiger zweiter Band aus dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viel da genau kommen. Auch der hat wieder 3 von 5 Sternen von mir erhalten. Ja, wie gesagt, Alice, habe ich so auch das Gefühl, wird in diesem zweiten Band etwas erwachsener. Und ich bin auf jeden Fall auf den folgenden Band, wenn denn einer kommt, ich denke aber schon, sehr gespannt, wie es mit Alice Alevi, der Rechtsmedizinerin, weitergeht. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.